Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Steinzeit. Und die Frage, die ich meinem Gast natürlich auch als erstes gleich stellen werde, ist, wozu sind wir eigentlich hier? Und das frage ich doch gleich einfach meinen Gast. Hallo, Udo Grube. Hallo, herzlich willkommen. Udo, warum bist du hier? Ja, das ist natürlich eine sehr überdimensionierte Frage. Ja, das kann man jetzt doppelt zählen. Genau, ja, warum hier heute und warum auf der Erde? Ganz genau, so wollte ich das gerade sehen. Ich wollte es gerade transzendell fragen, so, aber ich fange erst mal mit dir an. Du bist natürlich jemand, der den Menschen schon bekannt ist. Du hast die Bleep-Kongresse organisiert. Du hast den Film What the Bleep Do We Know hier in Deutschland rausgebracht. Und damit bist du natürlich mit diesen Themen, um die großen zentralen Themen im Leben, bist du natürlich auch gut vertraut. Und aber so die Frage jetzt, warum bist du hier heute? Warum bist du der Einladung gefolgt? Was ist dein Anliegen? Ja, mein Anliegen ist eigentlich relativ einfach. Mir geht es darum, den Menschen, sagen wir, das Bewusstsein näher zu bringen. Und nicht das Bewusstsein an sich, sondern das bewusste Sein. Mhm. Nämlich, warum sind wir hier? Und was tun wir hier? Also die eine Frage, das mit Hiersein in diesem Sitz zu sitzen und dessen, was da draußen eigentlich mit mir abgeht. Warum bin ich hier? Wozu lebe ich? Und das hat für mich auch was mit Authentizität letztendlich zu tun. Jeder sollte für sich erkennen, rauszukriegen, was möchte ich im Leben wirklich machen? Mhm. Weshalb bin ich hier? Was will meine Seele? Was will ich? Und das ist, denke ich, der größte Prozess im Leben. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit, dass ich den Menschen helfe. Ich bin ihnen da so ein bisschen Fährmann, unterstütze sie mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe da jetzt gerade die Horizon World gegründet, wo wir einfach Berichte drüber machen, wo wir den Leuten sagen, was kann ich eigentlich tun, damit ich mich selbst erkenne. Und das ist so seit den letzten 12 Jahren so meine Arbeit, den Menschen Hilfestellung geben. Wie bist du auf das Thema Bleep gestoßen, auf diesen großen Film? Wie kam das auf dich zu? Willst du die Kurzversion oder die lange? Fang mal kurz an, ja. Die Kurzversion ist einfach. Ich hatte eine sehr große Lebenskrise vor ungefähr 11, 12 Jahren, die wirtschaftlicher Natur war. Und ich hatte mich schon viele Jahre zuvor immer privat mit den Dingen beschäftigt, wie Leben funktioniert, wie mein Leben funktioniert, warum bin ich der, der ich bin. Obwohl ich ja manchmal vielleicht ein anderer sein möchte. Und habe ich mich beschäftigt, kam in diese Lebenskrise rein und durfte dann erkennen, dass ich diese Lebenskrise letztendlich selber verursacht habe. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher... Wie hast du es verursacht? Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, dass viele Menschen denken, wenn ich in eine Krise reinkomme, dann ist der schuld, die ist schuld und die da hinten sowieso und die Bank und dies und das und jenes. Alle sind schuld, aber... Es gibt keine Schuld, es gibt die Verantwortung. Und die Verantwortung liegt zunächst mal bei mir. Denn ich habe ja diese Verbindungen eingegangen zu diesen verschiedenen Personen, die eine Mitverantwortung sicherlich tragen. Aber die Kernverantwortung, die trage ich. Und ich habe mich irgendwann entschieden zu sagen, ich war sehr erfolgreich im Veranstaltungsmanagement. Ich habe Veranstaltungen durchgeführt, Preise gewonnen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mit den ganzen Leuten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und das hat irgendjemand da oben gehört. Manche nennen es Universum, manche nennen es Feld oder was auch immer. Und ich wollte meine Ruhe haben und ich hatte irgendwann Ruhe. Mhm. Ja, nur mit der Ruhe kam auch, dass ich keine Kohle mehr hatte. Okay. Und ich hatte ganz viel Ruhe und Zeit nachzudenken, zu reflektieren. Ja, und das war eine sehr sinnvolle Zeit, weil ich habe gelernt in den Jahren zuvor, in solchen Situationen zu reflektieren, zu gucken, woher kommt es. Und habe ich erkannt, wenn ich diese Situation, so wie sie jetzt ist, hervorgerufen habe, dann muss es doch auch möglich sein, dass ich eine komplett andere Situation mir erschaffen kann. Mhm. Hatte natürlich viel Kontakt. Ich hatte angefangen mit dem Buddhismus. Und da ist ja das Gesetz des Karma, was ja total falsch verstanden wird. Es heißt immer, Karma ist Schicksal, Karma ist Schicksal. Aber Schicksal wäre ja etwas, was einfach irgendwie plötzlich einfach da ist. Und das ist dann halt mein Schicksal. Nicht veränderbar. Aber genau das ist ja das große Problem. Karma ist veränderbar. Das heißt, Karma ist etwas, du stößt irgendwo etwas an und dann passiert hinten auch irgendetwas. Mhm. Und das ist das Gesetz des Karma. Was passiert also, wenn ich jetzt
die ganze Zeit unbewusst etwas angestoßen habe und habe nicht reflektiert, es ist einfach passiert, dann ist trotzdem das unbewusst Angestoßene hat sich realisiert. Also auch die Situation, von der wir gerade sprachen, die ich mir selbst erschaffen hatte. Was passiert dann, wenn ich das plötzlich bewusst mache? Und da sehe ich meine Arbeit drin, den Menschen zu helfen, vom unbewussten Zustand in das Bewusste reinzugehen, in die bewusste Erschaffung meiner Lebensrealität. Mhm. Kann man das so beschreiben, dass du den Menschen einen Hinweis gibst oder Hilfe gibst, dass sie vom Nebendarsteller zum Hauptdarsteller werden in ihrem Film? Ja, absolut. Ja, das war mal ein toller Begriff, den ich aufgeschnappt habe. Ja. Die meisten Menschen, die werden einfach so als Statisten am Rand, nehmen die in ihrem eigenen Leben sich wahr. Ja. Und man muss sich selber als die Hauptperson, als der Leading Role im Leben definieren. Ja, ich würde sogar noch ein bisschen überziehen als Regisseur. Ja, noch besser. Des ganzen ja. Films. Mhm. Und das ist das Schöne. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Sie selbst sind Gott. Ja, das werden jetzt viele Menschen vielleicht nicht verstehen. Und sagen, oh, ist der verrückt, der kann sich doch nicht als Gott hinstellen. Ich höre schon wieder die Ersten, die eintippen. Wir sind Schöpfer unserer Realität. Wir alle sind Schöpfer. Und wir realisieren, guck mal, wir beide sitzen jetzt hier, hier sitzen Kameraleute. Wir erschaffen etwas, was die Leute nachher auf dem Bildschirm angucken. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich komme aus dem Land von Porsche und Daimler-Benz und all diese Geschichten, Automobilhersteller. Mecklenburg-Vorpommern, oder? Bitte? Ja. Ja, ja. Ja, und dort gibt es Abteilungen, die nennen sich Visionsabteilungen, frei übersetzt. Die entwickeln Visionen, was in 10, 20, 30 Jahren in der automobilen Welt, in der Bewegungswelt, was da stattfinden könnte oder sollte. Die entwickeln Visionen. Und da darf man spinnen und verrückt sein. Und aus diesen Visionen realisiert sich dann etwas. Da stellt sich was heraus und tatsächlich in 10, 20 Jahren gibt es etwas, was man sich damals ausgedacht hat. Also eine ganz rein plastische, wirtschaftlich orientierte Denkweise. Mhm. Und genau das brauchen wir doch in unserem Leben auch nur mal akzeptieren, dass es so ist. Dann erschaffen wir etwas Neues. Warum sind wir zum Mond geflogen? Wenn wir zum Mond geflogen sind, ich bin ja hier bei Steinzeit, da wissen wir ja nicht so genau, ob wir zum Mond geflogen sind, aber jeder ist schon mal im Flugzeug geflogen. Genau, ja. Das hat doch irgendwann jemand sich hier oben ausgedacht. Und interessant ist ja, gerade beim Automobil, wunderbares Beispiel, es gab eine Zeit, da hat plötzlich überall auf der Welt wurden plötzlich Automobile erschaffen. Jeder hat fast zur selben Zeit dran gebaut. Ford, Mercedes, Porsche, wie die alle heißen. Überall in der Welt hat man das gemacht. Es war anscheinend in einer Art Feld, war die Zeit jetzt reif, dass das in die Realität umgesetzt werden kann. Mhm. Natürlich, ein paar sind hinten runtergefallen, andere haben es geschafft. Du meinst jetzt Erfindungen, die zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten auf der Welt entstanden sind, wie zum Beispiel das Düsentriebwerk. Da gab es einen Herrn Whittle in England und einen Herrn Ohain in Deutschland, glaube ich. Ja. Und die haben beide im Endeffekt, ohne dass sie es wussten, an der gleichen Technik gearbeitet. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das ist eigentlich das Frappierende. Wenn wir sagen, wir sind Schöpfer unserer Realität, wenn wir sagen, wir sind selber göttlich. Mhm. Es gibt nicht einen Gott, es gibt viele Götter. Wir sind alle irgendwie göttlich. Schöpfer meine ich damit. Mhm. Warum wird das dann in den Medien, überall wird es totgequatscht. Es wird niedergeputzelt, ihr seid Esoteriker, Spirituelle. Ja, wenn ich doch ein Automobil erschaffen kann, warum kann ich dann nicht mein Leben neu erschaffen? Ja, ja. Wenn ich heute sage, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben, dann mache ich ein anderes Leben. Mhm. Dann mache ich so. Aber was hindert uns? Kohle. Ja. Am Monatsende muss letztendlich die Miete bezahlt werden. Wir müssen essen und trinken. Mein Leben zu verändern, was kostet das? Oh Gott, ich habe ja nur 200 Euro im Monat übrig. Da kann ich mein Leben nicht so leicht verändern. Und genau das ist das Thema. Viele Menschen werden krank, sie werden depressiv, sie fallen in ein Loch rein und es wird immer schlimmer, wird immer schlimmer. Und erst in diesem Moment fangen sie an zu reflektieren und haben die Chance, einen Blick aus dem unbewussten Zustand ins Bewusste erschaffen zu erlangen. Und wenn sie das machen und dann weitergehen, dann findet die Veränderung statt. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit, wo ich die Leute so ein bisschen unterstütze. Ein Thema, was ich mit dir unbedingt besprechen wollte, ist, oder vielmehr einfach nur deine Meinung dazu wissen wollte. Ich hatte von 2001, 2002 zum ersten Mal den Maya-Kalender so irgendwie auf dem Schirm. Da habe ich ein Buch in die Hand bekommen, Ende des Maya-Kalenders, wie auch immer. Und so die letzten Jahre hin bis 2012, da war dann wirklich so bei mir innerlich auch so ein leichtes Countdown-Feeling, weil ich gemerkt habe, es passiert immer mehr auf der Welt, immer mehr Menschen werden da bewusst im Ganzen.
Und dann war da am 21.12.2012 dieses ohrenbetäubende Nichts, wo das ZDF auch noch 6 Stunden live davon übertragen hat, ja, wurde da live vom Weltuntergang berichtet. Und ich habe echt gedacht, so, okay, was passiert jetzt? Was ist jetzt Sache? Was steht jetzt an? So große Veränderungen. Was ist passiert oder was ist nicht passiert in diesem Moment? Warum, wie war dein Eindruck von dieser Zeit damals? Da fällt mir eine super schöne Karikatur ein. Da gab es mal einen, der diesen Maya-Kalender gezeichnet hat, zeigte den Kalender seinem Chef und dann sagte der Chef, aber du bist noch gar nicht fertig. Dann sagte der Karikaturist, aber ich habe doch keinen Platz mehr. Und genau diese Tafel hat man gefunden, da war kein Platz mehr drauf für das, was dann kommen sollte. Okay, aber ja. Scherz beiseite, man hat ja viel über 2012 geredet, aber es hat halt keiner kapiert. Mhm. Das muss ich aber ganz frech einfach sagen. Die Sache ist die, man weiß gar nicht so genau, wann ist denn der Maya-Kalender tatsächlich vorbei. Es sind Zeiträume. Aber was wir wissen ist, dass zum Beispiel das Thema Sonnenaktivität, Dieter Breuers ist ja da der Superspezialist, es gibt eine sehr große Aktivität seit 2009, 2010 hat das alles so irgendwo angefangen. Und dieses Fenster geht von 2010 bis 2015, 16, wo unheimlich viel passiert. Und was ganz interessant ist, dass man verstärkt in den Medien, gerade auch in den Massenmedien, immer mehr von der Sonnenaktivität mitbekommen hat. Mhm. Und man weiß, erhöhter Magnetismus, erhöhte Ausstöße haben Auswirkungen auf das Leben auf der Erde. Mhm. Ich möchte es plastisch machen, damit es die Menschen verstehen. Wir haben vielleicht alle schon gelesen, dass in Amerika oder in China oder sonst wo plötzlich Riesenflächen lahmgelegt wurden, kein Strom plötzlich mehr da war oder die Handys nicht funktioniert haben. Das weiß man, das kann man recherchieren, da hat die NASA Berichte drüber geschrieben, da haben große Industrieunternehmen drüber geschrieben, die Medien haben drüber geschrieben. Das sind zum Beispiel solche großen magnetischen Ausstöße oder was, wie auch immer man das nennt. Da gibt es andere Fachleute, die sich da noch besser auskennen. Ich habe einen Freund, der bei einem sehr großen Versicherungskonzern arbeitet. Der arbeitet in der Abteilung Zukunft. Der sagte mir nach dem 5. Glas Rotwein, sagte er mir, weißt du, woran wir forschen? Ja, woran denn? Ja, was wir in den nächsten 20, 30 Jahren versichern müssen bei den großen Konzernen. Da sage ich, ja, was ist das? Da sagte der mir exakt das, was mir die Forscher gesagt haben, auf einer ganz anderen Ebene. Der sagte zu mir zum Beispiel Magnetismus, Sonneneruptionen. Wir wissen mittlerweile, dass die Erhöhung, die Frequenzen sich erhöhen, dass sich die Ausstöße erhöhen und wir müssen absichern. Wir haben diesen Unfall gehabt, wir haben dort, da hat er mir diese ganzen Einzelfälle geschildert, wo Stromausfälle plötzlich da waren, wo dies passiert ist, Handys zusammengebrochen sind und man weiß es kam durch diese Ausstöße. Mhm. Er hat dann gesagt, gerade in dem Zeitraum 2010 bis 2016 ist es immens hoch und man erwartet, dass es noch weiter steigt. Und mit dieser Frequenz, ich versuche da immer so die ganzen Dinge zusammenzubringen, weil ich mit sehr vielen renommierten Forschern gesprochen habe in den letzten 12 Jahren, in den ganzen Bereichen. Ich versuche das immer so ein bisschen zusammenzubringen. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, man spricht selbst bei einem Versicherungskonzern, eine große Rückversicherung ist das, die in München sitzt, da spricht man über dieselben Themen, nämlich Veränderungen, die stattfinden, große Veränderungen. Und man weiß heute aus der Gehirnforschung, dass natürlich diese magnetischen Strahlungen nicht nur auf die Hände sich auswirken. Warum sollten die sich denn nicht auf uns Menschen auswirken? Es gibt die Veränderung, das ist ein Fakt. Und das ist die Chance für Bewusstseinsveränderung, für die Erhöhung der Frequenz. Mhm. Anderes Beispiel. Viele Menschen fühlen sich zu ganz bestimmten Zeitpunkten irgendwie müde oder irgendwas ist komisch und denkt, oh, hab ich scheiße geschlafen. Vorgestern passiert bei mir, telefoniere ich mit meinem ersten Kumpel, oh, sag, ich bin heute so fertig. Sag, ah, du auch? Ich auch. Sag ich, wieso? Du, ich war um 4 wach, du, ich um 3. Ja. Dann habe ich mit 10 weiteren Leuten gesprochen. Selbe Phänomen. Wenn man das jetzt weiterführt, es gibt einfach Dinge, die wir nicht sehen, die wir aber irgendwann sicherlich messen können. Vielleicht kann man sie schon messen, aber es misst keiner oder es wird nicht drüber geredet. Dass das Phänomen da ist, dass wir natürlich von Strahlung, von irgendetwas, große Sonneneruption, ist die gesamte Menschheit oder ein Teil der Menschheit, wo es halt direkt draufschaut, ist in Bewegung. Wir sind unruhig, wir spüren plötzlich mehr. Also ich glaube daran, dass sich diese Frequenzen in irgendeiner Form erhöhen, sich dadurch unsere eigene Körperfrequenzen erhöhen und dadurch plötzlich immer mehr passiert, immer mehr, immer schneller. Mhm. Und dass sich dadurch Veränderung letztendlich herbeiführen lässt,
oder vielleicht sogar herbeigeführt wird. Und ob das so ist, wie das so ist, welche Auswirkungen das hat. Also ich habe 2012 was gespürt. Es hat sich brutal viel geändert. Ja, bei mir auch, bloß war es in die andere Richtung. Ich habe erstmal einen Dämpfer gekriegt, so ein bisschen erstmal so Reset vom Universum, ändere mal was. Ja. Aber um mal auf Bleep nochmal zu kommen, der Film ist schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe, aber was ich in Erinnerung habe, ist die vielen, vielen Interviews der Experten und Wissenschaftler, die auch über die neuen quantenphysikalischen Effekte gesprochen haben. Also, dass die Wissenschaft jetzt anfängt zu kapieren, wir Menschen sind nicht nur reine Reizreaktionsmaschinen, die einfach nur agieren, wir kommen aus dem Nichts, wir gehen ins Nichts, sondern dass es ein viel, viel größeres Spektrum gibt und dass wir mit unseren Gedanken Materie richtig transformieren können. Emotos, Wasserkristalle und bewusste Gedankenführung. Ja. Was denkst du, wird sich da in der nahen Zukunft verändern in Bezug auf Akzeptanz dieser Dinge? Dass das also nicht mehr nur so in der Esoterik-Ecke steht in einem Buchladen, sondern dass das neben den Physikbüchern steht. Dass also Konzepte von Heisenberg und Pauli und den anderen großen Köpfen aus dem letzten Jahrhundert, dass die also wirklich auch Mainstream werden. Was denkst du, was da passieren wird? Ja, da gehen wir mal ganz kurz, aber auch wirklich kurz, mal ein paar hundert Jahre noch weiter zurück. Im Buddhismus sind diese Dinge schon längst klar gewesen. Was heute Quantenmechanik und so weiter, was da alles erklärt wird, was heute bewiesen wird. Weil die ein Verständnis der Natur an sich schon immer hatten? Ja, nein, es war eigentlich noch viel tiefer. Es gibt ein Buch, das sollte man mal gelesen haben. Der Titel fällt mir jetzt nicht genau ein. Das war ein Journalist von der New York Times, der regelmäßig Gespräche mit dem Dalai Lama führt und mit Wissenschaftlern. Da setzen sie sich in die Runde, besprechen verschiedene Dinge, Biochemiker, Quantenphysiker, Dalai Lama, und da wird darüber gesprochen. Und interessant ist, und es wird in dem Buch dezidiert dann auch beschrieben, dass man im Buddhismus, ich habe das dann auch selber nochmal nachgelesen, aus den alten buddhistischen Schriften, dass man dort sich zusammen, man setzt sich dort immer zusammen mit 5, 6, 7 Mönchen, und da werden Fragen gestellt. Und dann meditiert man bis zu 7, 8 Tagen über diese Frage. Dann setzt man sich wieder zusammen und diskutiert, was man in der Meditation quasi irgendwo bekommen hat. Mhm. Das mag jetzt alles wie Humbug oder sonst was klingen, aber das sind nur mal Fakten. Das sind halt Fakten. Und dann hat man dieses Thema Quanten und so weiter, das hat man tatsächlich damals schon aufgeschrieben. Kann man nachlesen. Jetzt kommst du auf die Frage, ja, wie lange das brauchen wird, bis es akzeptiert wird bei uns. Die Wissenschaftler haben es jetzt, so ein paar hundert Jahre später, hat es die Wissenschaft bewiesen. Aber nur die Wissenschaftler, die an die Grenze gingen. Mhm. Einer davon ist ja leider vor 2 oder 3 Jahren gestorben. Professor Hans-Peter Dürr, Max-Planck-Institut, war er der Leiter. Der zum Ende seines Lebens, also ich sage mal so seit 10, 14, 12 Jahren, hat er immer wieder verkündet, wir Wissenschaftler wissen doch selber, dass das, was wir heute beweisen, schon morgen keine Gültigkeit mehr haben kann, weil sich alles verändert. Und was heißt das in der Tiefe seines Seins? Das heißt, wir können doch nur beweisen, was wir beweisen wollen. Und alles andere, wenn wir was Neues haben wollen, können wir ein Neues erstellen. Und das kann dann wieder bewiesen werden. Da bin ich jetzt nicht mitgekommen bei dem Gedanken. Das muss ich mir, sag's mal in anderen Worten. Da. Okay, wie soll ich sagen? Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen und habe ihn gefragt zum Thema, in dem Film kommt ja vor, werden wir eines Tages übers Wasser laufen können? Das müsste ja dann irgendwie, wenn das quantenmäßig und so irgendwie gedacht werden kann, dann muss es ja funktionieren. Da sagte er zu mir, lass mich kurz nachdenken. Nach allem, was ich heute weiß, und er war 25 Jahre in diesen Themen zutiefst, richtig tief drin, sagte er, ja. Und ich dachte, ach, das kann doch nicht sein, ich bin ja auch ein Skeptiker, ja, das bist du verrückt übers Wasser laufen, das ist ja schon schwer genug, dass ich überhaupt irgendwo hinlaufen kann. Da sagte er, es ist möglich, aber dann brauchst du ein Feld. Wenn das viele Menschen glauben, in der nächsten Generation wird es nicht möglich sein, in der übernächsten auch noch nicht, aber ab der 3., 4., 5. Generation kann es möglich sein. Wenn vorher genügend Leute dran glauben. Ja, nicht nur das dran glauben, sondern die Frage, und da habe ich sehr lange mit ihm gesprochen, weil ich möchte es ja auch verständlich machen für die Leute. Da sagte er zu mir, Udo,
Was glaubst du, wie denn die Evolution zustande kam? Warum ist sie überhaupt zustande gekommen? Es muss ja irgendwo ein Mechanismus drin gewesen sein, die diese Entwicklung vorangetrieben hat. Und wenn wir heute glauben und wissen, dass wir selber in gewisser Form Schöpfer sind, warum sollten wir dann nicht die Möglichkeit haben, etwas zu verändern in der Zukunft? Es wird doch heute wieder, Beispiel Daimler, dran geforscht. Jetzt ist gerade diese Messe da in Amerika, dass das Auto ganz alleine fährt. Und hinten sitzen die Leute und unterhalten sich und drücken das Knöpfchen, das läuft dann alles und es wird gebremst und alles ist möglich. Wenn das möglich ist, werden auch die Dinge möglich sein, die wir heute als unmöglich definieren. Mhm. Und daran glaube ich. Und wie wir wissen, Glaube versetzt Berge. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber das Thema Glaube versetzt Berge, da fällt mir immer wieder das Bild ein. Du stehst vor einem riesen Berg und sagst, scheiße, ich möchte jetzt einen besseren Ausblick, dieser Berg muss weg. Da lachen dich alle 1000 Leute lachen dich aus, die um dich vielleicht rum sind. Du sagst, der kommt weg. Ja, wie willst du das machen? Ja, dann hat irgendeiner einen Bagger erfunden. Du musst ihn ja nicht von Hand wegtragen, aber man fängt an zu graben und machen und tun. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber um einfach ein Bild zu bekommen, wenn ich mir eine Vorstellung habe, dann kann ich sie auch irgendwann umsetzen. Mhm. Dann gibt es irgendeine Möglichkeit und meistens wird diese Möglichkeit geschaffen, so, wo du gar nicht dran denkst, dass es so gehen könnte. Und plötzlich, buff, passiert's. Eins dieser Konzepte von dieser ganzen Quantenmechanik, das dann auch so ein bisschen in den Alltag übergeschwappt ist, war, dass man quasi sich einen Parkplatz bestellen kann, wenn man irgendwie fährt. Komischerweise funktioniert das wirklich manchmal, ja. Aber worauf ich hinaus will, es gab dann auch ganz berühmte Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Ein ganz berühmtes Buch, Bestellungen beim Universum, Barbara Moore. Und als sie vor 4 oder 5 Jahren dann selber relativ jung mit Anfang 40 gestorben ist, haben natürlich viele Skeptiker von Anfang an, die sowieso schon mit der Faust in der Tasche rumgelaufen sind, haben dann gesagt, siehste, und bei sich selber hat es nicht funktioniert. Was glaubst du, war da der Grund oder wie muss man mit so etwas umgehen, wenn jemand so ein erfolgreiches Buch schreibt, das nicht so erfolgreich wäre, wenn sie nicht in einem gewissen Teil recht gehabt hätte? Warum hat es bei ihr selber dann nicht funktioniert? Warum konnte sie sich keine Heilung beim Universum bestellen? Ja, also im Nachhinein kann man immer viel erzählen, warum und wieso und weshalb. Ich kann es aus meiner eigenen Geschichte so ein bisschen nachvollziehen und ich kannte Bärbel ziemlich gut. Du warst mit ihr befreundet? Ja, ich war mit ihr befreundet. Ich kenne mich auch, ein sehr guter Freund von mir hat die letzten Stunden mit ihr auch verbracht und deswegen habe ich da so ein bisschen nicht persönlichen Kontakt, sondern so eine Nähe zu diesem Thema auch. Ja. Man muss mal sehen, sie war da, sage ich mal, eine der Ersten, die dieses Thema so richtig massiv aufgegriffen hat. Und sie ist um die Welt gereist und hat erforscht, gemacht und getan, um es einfach, sage ich mal, für sich selber irgendwie klarzuziehen. Ich würde sagen, es liegt an dem Thema Bewusstsein und Unbewusstsein. Was ihr bewusst wurde, ist, dass das Ding funktioniert. Also hat sie es an verschiedenen einfachen Möglichkeiten erstmal ausprobiert, wie dieser Parkplatz. Typische Parkplatz und so weiter und so fort. Also dann haben viele Dinge geklappt. Sie hat einen super Mann gefunden und. Leute, die die Geschichte kennen, die wissen dann, was alles letztendlich geklappt hat. Sie hat das Buch, wurde erfolgreich, es hat alles super funktioniert. Aber wenn es um Krankheit geht, dann kommt doch sehr viel aus dem Unbewussten mit rein in so eine Krankheit. Man schleppt Dinge mit, die man vielleicht von früher hat, die man aus dem Elternhaus hat oder irgendwelche Themen, Probleme und so weiter, die man selber nicht wirklich sieht und vielleicht auch gar nicht sehen möchte. Mhm. Und da ist, denke ich, die Ursache zu finden für so eine extreme Form von Krankheit, die sie dann hatte und auch die Nichtmöglichkeit, sich da selber letztendlich rauszuziehen und sich selber da nach vorne zu bringen. Und im Endeffekt muss man sagen, mir war klar, dass das dann natürlich ausgeschöpft wird von verschiedenen Medien, um zu sagen, ja guck, das klappt ja nicht. Aber eins muss ich sagen, wir haben ja dann diesen Film The Secret herausgebracht. Da ging ja das gleiche Thema los, da war ich dann in der Kerner-Show, da wurde ich da interviewt, wollten sie mich auch neppen und hier durch den Dreck ziehen. Aber im Endeffekt ist es doch so, warum verkauft sich sowas ohne große Werbung? Weil die Menschen es lesen für 9,99 €. Dann probieren sie was Leichtes aus und es funktioniert. Dann probieren sie was Größeres aus und es funktioniert. Dann noch was Größeres und dann erzählen sie, hey, ich habe das ausprobiert. Was denn? Ach, das und das. Und dann verkauft sich sowas plötzlich. Und dann heißt es,
Ja, die verdienen ja Schweinegeld mit sowas. Aber das ist ja eigentlich ein Witz. Für 9,99 Euro sein Leben verändern? Das ist doch genial. Das ist doch genial. Bei dieser ganzen Wünscherei geht es nachher auch um Vertrauen. An die kleinen Sachen kann ich vertrauen. Dann wünsche ich mir 50 Euro, dann kommt einer um die Ecke und schenkt mir 50 Euro. Kann ich auch vertrauen, weil ich weiß ja, wie sich 50 Euro anfühlen. Bei 1000 geht auch noch, aber wenn jetzt einer kommt, ich wünsche mir eine Million. Wie soll das funktionieren? Hast du schon mal eine Million auf dem Konto gehabt? Nicht bewusst. Also, ja. Wie willst du dann wissen, wie sich die Million anfühlt? Ich glaube, da ist mit eine Ursache drin, weshalb viele Dinge nicht funktionieren, weil ich vertraue doch gar nicht drauf, dass ich jetzt eine Million haben könnte. Oder 5 Millionen oder 10 Millionen. Wo ich darauf vertrauen könnte, dass ich jetzt irgendwie 5000 Euro brauche. Das weiß ich noch ungefähr, wie es sich anfühlt. Also das sind aber schrittweise Vorarbeiten. Und ich möchte es auch nicht reduzieren jetzt auf irgendwelche 1000 oder 5000 Euro oder solche Dinge. Es ist ein Gesamtkonzept. Ich muss Altes auflösen und Neues erschaffen. Mhm. Und ich muss auf diesem Weg darauf vertrauen, dass es klappt. Und ich schilder das oftmals so, dass ich sage, auf einer Zeitachse, ich nehme mal diese Hand, dass man es vielleicht besser sieht, auf dieser Zeitachse stehe ich aktuell hier. Und ich möchte dorthin. Aber ich habe mir in diesem Bereich, habe ich mir unbewusst Dinge vorgestellt, visioniert. Ich möchte das Wort wünschen weglassen, visioniert, vorgestellt. Unbewusst, aus Prägungen heraus und. Und ich bin hier in der Mitte irgendwo angefangen, aus dem Unbewussten ins Bewusste zu gehen und sage jetzt, okay, ich möchte ganz bewusst neue Dinge erschaffen. Jetzt muss man aber wissen, dass alles Unbewusste realisiert werden muss, weil das sind Gesetze. Die kannst du nicht aufheben. Also passieren in der Phase, wo du neu erschaffst, passieren noch Dinge aus dem alten Visionskanal. Aber die muss ich zulassen. Loslasse und sagen, ja, du bist gekommen, aber das ist noch ein altes Muster, was dort ablief. Und anschauen, loslassen. Mhm. Aber das ist ein Prozess, das sage ich jetzt so einfach. Ich habe es selber jahrelang durchgemacht, ich mache es auch heute noch durch. Aber dann fängt es an, wenn ich dann vertraue und sage, ja, und dann kommen sie plötzlich, diese Dinge. Und das sind aber Prozesse. Das geht nicht von heute auf morgen, zack, zack, zack. Wenn es also intensiv wird, gerade mit Krankheit, um nochmal auf die Bärbel zurückzukommen. Das sind alte Dinge, die sich realisieren müssen. Das ist völlig normal. Und das ist meine eigene Erfahrung, deswegen kann ich so gut drüber reden. Wenn da irgendeiner sagt, hier ist da alles Humbug, Quatsch und sonst was. Für mich ist es okay. Für mich hat es funktioniert. In vielen Bereichen. Und ich übe immer noch, bin immer noch dran, weil wir einfach sehr komplexe Wesen sind. Genau ist Bärbel Mohr ein sehr komplexes Wesen gewesen. Und sie war aber letztendlich die Wegbereiterin in Deutschland. Glaubst du denn, dass immer mehr Leute sich solchen Konzepten öffnen, dass also die Akzeptanz in der Bevölkerung, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, gegenüber, ja, geistige Konzepte ist das falsche Wort, aber so Begrifflichkeiten, die aus der Quantenphysik eben rüberkommen, dass sich immer mehr Menschen aufmachen, diesen Dingen nachzugehen. Ist das etwas, was du merkst in deiner Arbeit? Du hast ja Kontakt zu vielen Menschen als Filmemacher, als Verleger und so weiter. Hast du ja viel Kontakt in dieser Szene auch. Wird das mehr oder ist das jetzt nach 2012 eher so ein bisschen stagniert? Die es wollen, machen es und mehr wird es auch nicht. Der Rest geht Champions League gucken. Na, es wird immer mehr. Allein dieser Bleep-Film hat 250.000 Menschen im Kino erreicht. Okay. Und letztendlich war es aber die Mischung aus Spiritualität und Wissenschaft. Wir wissen heute, dass das Thema Esoterik, ach, das ist so. Ja, das ganz ist schlechter negativ Name. Belegt, gell? Spiritualität, oh Gott. Mhm. Aber letztendlich sind wir alle spirituelle Wesen. Wenn irgendeiner dieser Top-Kritiker mal zu mir kommt und mir sagt, woher wir kommen, und warum wir dort herkommen, wenn er das einfach nur mal völlig wertneutral betrachtet, dann muss er sagen, ich weiß es nicht. Aber wir sind doch da. Und wir versuchen halt zu ergründen, weshalb wir da sind. Das macht die Wissenschaft ja im Übrigen auch. Deswegen sprechen wir ja mit Grenzwissenschaftlern. Und wie viele Dinge sind denn tatsächlich wahr geworden, was vor 20 Jahren von Grenzwissenschaftlern schon dargelegt wurde? Und heute ist es plötzlich wahr. Ja, man glaubt daran. Also das ist letztendlich der Punkt. Es öffnet sich, es wird immer mehr. Es geht nur immer ums Vertrauen, dass man da ins Vertrauen reingeht. Und solange die Menschheit
in einem Konstrukt lebt von Herrschenden, die versuchen, sage ich mal, die Welt in ein bestimmtes Konzept reinzuquetschen. Solange es verschiedene Religionen gibt, die sich gegenseitig bekriegen, solange es einfach Wirtschaftsbosse gibt, die einfach Druck machen, um den Menschen, sage ich mal, gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu betrachten, ist es schlecht. Im Übrigen Götz Werner, der ist der Chef der DM-Märkte, 30.000 Mitarbeiter, der sagt klipp und klar, es gibt keinen schlechten Mitarbeiter, es gibt nur Mitarbeiter am falschen Arbeitsplatz. Der fördert zum Beispiel aus dem Unternehmen heraus die Eigenentwicklung, die Authentizität. Mhm. Er sagt, an der Kasse sitzen bei vielen Unternehmen Leute, die nicht an der Kasse sitzen wollen. Also gehen die deprimiert nach Hause. Wir suchen Leute, die gerne an der Kasse sitzen, die suchen raus. Wer muss an der Kasse sitzen? Jemand, ach, die Frau Nachbarin, ja, was haben Sie denn heute wieder gekauft? Ach, das kostet das, ach, da gibt es doch noch was günstiger. Wie geht's der Tochter? Ja, so. Wie geht's der Tochter? Einfach Kommunikation. Und dieser Laden funktioniert. Hört ihr da mal diese Hauptversammlungen an, wenn die miteinander sprechen, wenn die Bilanzpressekonferenz machen? Da geht es nicht nur um den Mammon, da geht es darum, wir sind stolz, dass wir immer mehr Mitarbeiter haben, dass es nach vorne geht. Mhm. Und im Übrigen in Unternehmen, in großen Unternehmen, wird das Wort Achtsamkeit gerade sehr stark eingeführt. Das ging sogar durch den Stern, also die Zeitschrift Stern, hat einen mehrseitigen Bericht gemacht. Das war, meine ich, vor 2 oder 3 Jahren. Aber warum machen die das? Nicht aus einem spirituellen Interesse heraus. Die sehen, die Menschheit wird krank. Wir haben immense Kosten im Unternehmen durch Krankheit. Fehltage. Mist. Die lauschen doch bei uns, wie man das beheben kann. Die sitzen bei uns im Blieb-Kongress drin, 1000 Leute, da sitzen allein 40 hochrangige Wirtschaftsbosse, lauschen, tragen sie ins Unternehmen und was passiert? Mhm. Ja, wir haben jetzt Achtsamkeitstrainer im Unternehmen. Ah, und was machen die? Ja, wir machen morgens also 10 Minuten Achtsamkeitsübungen und abends auch nochmal und geben den Leuten Tipps und Hinweise, wie sie zu Hause achtsam werden können. Was passiert? Die Krankheitsquote geht nach unten. Mhm. Unternehmen steht besser da. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Spiritualität jetzt wächst. Das ist auch gar nicht meine Betrifflichkeit. Ja. Ich stehe auch eher dafür, um es allgemein zu halten. Es geht um Glück, Wohlbefinden. Warum sollte heute nicht jemand, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen geilen Job dort und dort und dort so machen, die Leute können freier entscheiden, besser arbeiten, wenn sie das machen, was sie wirklich möchten. Und das hat ein Götz Werner beispielsweise super geschafft. Große Konzerne machen das mittlerweile. Das wird immer stärker, immer größer, weil man es kapiert. Mhm. Und ich glaube, jede gute Idee setzt sich irgendwann durch. Wenn die Leute spüren, hoppla, es hat mir was gebracht. Der Rüdiger Dahlke sagt zum Beispiel, er möchte ein ansteckendes Feld von Gesundheit. Ja, das hat er mir auch erzählt. Das ist ein richtig geiler Spruch. Wenn ich mit mir im Reinen bin und strahle das aus, stecke ich dich an, ich stecke euch an, ich stecke das Publikum an, ich stecke Menschen an, aber dazu muss ich mich ihnen erstmal frei machen. Und das ist das, was der Buddhismus, das habe ich gelernt schon vor 30 Jahren, aber es hat so lange gebraucht, bis ich es also für mich so richtig leben kann. Das sagt schon der Buddhismus, du musst zunächst egoistisch sein. Das heißt, du denkst an dich. Mhm. Und dann kümmerst du dich um dich. Dann kommt dieser Satz zum Tragen, wie innen, so außen. Man muss diese Wörtlichkeiten einfach mal verstehen. Wie innen, so außen. Wenn du innen klarer bist, kannst du es nach draußen ausstrahlen und die Leute sagen, ey, was hast du denn genommen? Das will ich auch. Ich sage, ja, ich habe nichts genommen. Ich bin naturstoned. Einfach selber gucken, wo bin ich authentisch? Was möchte ich? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich würde den Leuten gern so ein paar ganz kleine Tipps einfach mal mitgeben wollen, weil ich bin sowas ist immer Zeit, ich bin nämlich nicht der Verfechter, dass die Leute gerade in einer Phase, wo sie so anfangen zu reflektieren, auf dicke Seminare, die einen Haufen Geld kosten oder sonst irgendwas. Das ist auch jeder braucht seins, jeder braucht seins und er findet das, was ihm passt. Aber wenn ich authentisch werden möchte und das Glück finden möchte, muss ich mich fragen: Weiß ich überhaupt, was Glück ist? Das wissen die meisten nicht mehr. Dann sage ich: Wann warst du bei Männern das letzte Mal an einem offenen Feuer grillen mit Kumpels? Oh, das war geil. Würdest du das mit Glück verbinden? Ja, da war ich glücklich. Wann war das? Oh, vor 10 Jahren, sage ich. Nummer 1, aufschreiben.
nächste Woche, alles, was du sofort machen kannst, damit du dein Glücksgefühl wieder stärken kannst, dass du intuitiv werden kannst. Was macht dich glücklich? Was magst du nicht? Grillen mit Kumpels, Bier trinken, nichts reden. Bei Frauen viel reden und Kaffee trinken oder sonst was. Ja, aber ist ja wahr. Nettes Klischee, aber also, nehmen wir es jetzt einfach mal so, ja. Aber Dinge sich rauszusuchen, mal 5 Punkte, die mich glücklich machen. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Du warst vielleicht letzte Woche oder vielleicht... Sonntag. Oder am Sonntag, genau. Wenn ich Leute frage, die sagen, ja, ich war vor 3 Jahren das letzte Mal. Da sage ich, magst du Kino? Ja, fand ich eigentlich immer toll. Ja, dann geh doch bitte schön ins Kino. Also Punkte raussuchen, meinen 10-Punkte-Plan aufschreiben. Was mag ich, was mag ich nicht? Und bitte nicht aufschreiben, ja, ich möchte glücklich sein. Punkt Nummer 1. Ja, wenn ich doch nicht weiß, was glücklich sein bedeutet, brauche ich doch nicht den Punkt glücklich sein. Ich muss doch, wenn ich schon mit dem Universum oder was auch immer rede, muss ich doch sagen, konkret. Ich möchte ins Kino gehen. Das hat mir Glück und Spaß gebracht. Das hat mir Freude bereitet und. Dinge, die ich auch umsetzen kann. Und wenn ich das regelmäßig tue, dann baut sich ein Feld von Glücklichsein auf. Und das andere Feld, was mich unglücklich macht, das wird kleiner. Und es könnte sogar sein, dass das Feld sich plötzlich anstecken lässt. Und ich vielleicht nicht gleich durch den Wechsel des Arbeitsplatzes, sondern vielleicht nur den Schreibtisch ins nächste Büro mit anderem Umfeld, verändert sich plötzlich was. Um das geht's. Das alltäglich glücklich sein. Und wenn ich das wieder schaffe, dann kann ich mich auch an größere Dinge wagen. Und kann mal rausgehen und sagen, okay, jetzt habe ich diese Punkte, ey, ich bin eigentlich so happy. Ich wünsche mir eigentlich gar nichts. Ich bin eigentlich im Hier und Jetzt und bin happy. Darum geht es mir. Das sehe ich als meine Aufgabe und da arbeite ich dran. Hast du schon mal als Motivationscoach gearbeitet auf der Bühne? Ach, ich bin... Solltest du tun, weil es ist ansteckend, dir zuzuhören. Ja. Also. Ich bin manchmal auf meinem eigenen Kongress, da fange ich dann aus Rede an und ja, das ist schön, das ist auch toll für mich. Ich habe das nur die letzten Jahre für mich ein bisschen reduziert, weil ich mich erst noch klarer definieren wollte. Aber es würde funktionieren. Von deiner Art her, so, die hört man gerne zu. Ja. Ja. Wie sieht es denn konkret aus bei dir in Zukunft? Hast du irgendwelche Sachen in der Pipeline, wo du jetzt demnächst und den Rest der Menschheit damit beglücken wirst? Ach, ich sag mal so, ich habe einmal mein Buch Mein Weg zum bewussten Leben geschrieben. Da habe ich jetzt ein Taschenbuch draus gemacht. Das kann man übrigens bei uns bestellen, wenn man das möchte. Es gibt es aber überall. Da sind diese ganzen Tipps dann auch drin letztendlich. Und ich bringe Mitte des Jahres meinen selbstproduzierten Film, den ich seit 7 Jahren produziert habe, raus. Der heißt Der Weg. Und dieser Weg hat für mich so die interessantesten Fragen, die für mich wichtig waren in meinem Leben, habe ich sehr wichtigen Menschen, scheinbar wichtigen Menschen gestellt, die es eigentlich wissen müssten. Und das ist, glaube ich, sehr spannend. Hat auch 7 Jahre gebraucht. Jetzt bin ich bereit, ihn auch rauszubringen, für andere Menschen zugänglich zu machen. Aber mein wesentliches Ding ist eigentlich die Horizon World, wo wir im Internet den Menschen einfach Tipps und Möglichkeiten geben, sich zu informieren über verschiedene Sachen. Was bedeutet Glück? Wir haben Gastautoren, Wissenschaft, Spiritualität. Wie gehört das zusammen? Und ich, wer mich jetzt hier so vielleicht erlebt, mir geht es nicht darum, um das besonders Esoterische oder das besonders Intellektuelle. Mir geht es darum, es den Menschen verständlich zu machen. Und ich möchte den Normalbürger erreichen und ich möchte ihn nicht bekehren oder sonst was, sondern ihm ganz normal irgendwie was erzählen über diese Themen mit meinem Background, weil du siehst mich selber, ich bin in gewisser Weise Naturbursche, der irgendwie auf dem Boden der Realität irgendwo steht, aber ich bin auch da hinten irgendwo, guck mir die spirituellen Menschen an, die zum Teil total abgehoben sind. Und da haben manche Kritiker auch recht, die drehen total ab und schweben einen halben Meter über dem Boden und haben noch einen Heiligenschein, der aber ganz schnell umfällt, wenn man bloß mal macht, während die Superintellektuellen auch ihre Extremform haben. Aber ich sehe das immer so als Pendel. Mhm. Pendel schlagen in der Geschichte der Menschheit immer extrem aus, weil da ist was Extremes passiert und dann muss aufgrund der Polarität, des Polaritätsgesetzes, muss dieser Pendel auch ganz in die andere Richtung ausschlagen. Und wenn wir es schaffen, irgendwann diesen Pendel in diesem Bereich schwingen zu lassen, dann fühlen wir uns wohl. Das gilt fürs eigene Leben, das gilt auch für die Weltgeschichte, es gilt für alles. Die Pendel müssen ausschlagen, man muss sich extremst treiben, um dann, sage ich mal, die Mitte zu finden, die goldene Mitte.
Ein schönes buddhistisches Beispiel, um das abzurunden, ist, wenn du an einer Gitarre spielst und willst die Saiten erstmal einstellen, überdrehst du sie, spannst du sie zu hart, reißt die Saite. Spannst du sie zu leicht, kommt kein gescheiter Ton raus. Erst wenn du die Mitte getroffen hast, kannst du lalalai. Die richtige Form von Spannung. Ja. Ja. Großartiges Bild, mit dem möchte ich gerne aufhören. Also super, vielen Dank für deine lebhaften Erklärungen. Alles Gute für die Geburt von deinem neuen Baby, also deinen Film, den du rausbringst. Und auch viel Spaß beim Pendeln in Zukunft. Ich glaube, ich werde dich irgendwann wiedersehen und beim Pendeln zuschauen. Ja. Also Udo, vielen Dank, dass du da warst. Alles Dankeschön. Gute für dich. Ja. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Horizon World ist die Seite von Udo Grube und der Film wird bestimmt bald rauskommen. Wahrscheinlich sitzt er dann bei mir und stellt ihn vor oder wir haben ihn im Programm. Also es gibt viel zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Alles Gute.